Der britische Philosoph und Literaturnobelpreisträger Bertrand Russell hat einst gesagt, der weise Mensch wird sterben wollen im Bewusstsein, dass andere fortführen werden, was zu vollenden ihm versagt war, und glücklich in dem Gedanken, getan zu haben, was in seinen Kräften stand. Barbara Brammer durfte in dem Gedanken sterben, getan zu haben, was in ihren Kräften stand. Und wie wir alle wissen, war das viel mehr, als vielen von uns zu tun vergönnt ist. Und ich wage zu hoffen, dass Barbara Brammer auch in der Gewissheit gestorben ist, dass wir uns verpflichtet fühlen werden, jene Dinge zu vollenden, deren Vollendung ihr durch ihren allzu frühen Tod versagt geblieben ist. Geschätzte Trauerfamilie, sehr geehrter Herr Bundespräsident, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Herr EU-Kommissar, werte aktive und ehemalige Mitglieder der Bundesregierung, geschätzte Frau Bundesratspräsidentin, geschätzter dritter Präsident des Nationalrates, ehemalige Präsidenten von National- und Bundesrat, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Klubobleute, Abgeordnete zum Europäischen Parlament, zum Nationalrat und zum Bundesrat, sehr geehrte Präsidentinnen, Präsidenten und Repräsentanten befreundeter Parlamente, sowie Vertreterinnen und Vertreter des diplomatischen Korps und Repräsentanten der Glaubensgemeinschaften, geschätzte Landeshauptleute aus dem In- und Ausland, Mitglieder der verschiedenen Landesregierungen, Präsidentinnen und Präsidenten sowie Abgeordnete der Landtage, Herr Bürgermeister, werte Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Ottnang, sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten der Höchstgerichte, Präsidenten der Sozialpartnerorganisationen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Parlaments, der Parlamentsclubs und des Büros der Frau Präsidentin, geschätzte Ehren- und Trauergäste, liebe Österreicherinnen und Österreicher an den Fernsehgeräten, ich begrüße Sie alle zu dieser feierlichen Verabschiedung von Frau Nationalratspräsidentin Magistra Barbara Brammer. Von Johann Wolfgang von Goethe stammt das Zitat: Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben. Barbara Brammer hat ihrer Familie, hat vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen, vielen Benachteiligten, vielen Opfern und deren Verbänden, ihrer politischen Gesinnungsgemeinschaft und der parlamentarischen Demokratie Österreichs über die vielen Jahre ihres Lebens und Wirkens viel gegeben. Und daher ist uns auch im Augenblick ihres Todes viel genommen worden. Ihnen, geschätzte Mitglieder der Trauerfamilie, hat der Tod die geliebte Mutter, die Großmutter, die Tochter und die Schwester genommen. Ich darf Ihnen in unser aller Namen unser tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken. Dem österreichischen Nationalrat hat der Tod eine Präsidentin genommen, die in den knapp 8 Jahren ihrer Präsidentschaft tiefe Spuren hinterlassen hat. Barbara Brammer war eine engagierte Kämpferin für den unverzichtbaren Stellenwert und die Würde des Parlaments als Zentrum unseres demokratischen Österreich und die stetige Weiterentwicklung unserer parlamentarischen Demokratie. Die zuletzt erreichte Fünf-Parteien-Einigung auf die Ausstattung des wichtigsten Kontrollinstruments des Parlaments mit weitreichenden Minderheitsrechten ist nicht zuletzt ihrer Beharrlichkeit zu verdanken. Barbara Brammer hat sich unermüdlich bemüht, das Wissen und das Verständnis über
beziehungsweise für die Demokratie zu stärken. Sie war überzeugt, dass Demokratie vor allem den jungen Menschen vermittelt und erklärt werden muss. Dass die Jugend immer wieder aufs Neue von der Unverzichtbarkeit demokratischer, zivilgesellschaftlicher Mitbestimmung und Mitsprache überzeugt werden muss. Vor etwa 2 Jahren sagte sie dazu: Es ist mir ein persönliches Anliegen, junge Menschen für die Errungenschaften der Demokratie zu begeistern, für die eigenen Interessen einzutreten und sich für andere stark zu machen. Das demokratische Engagement vieler hält unsere Gesellschaft zusammen, schafft Solidarität, sichert Wohlstand und sozialen Frieden. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, aber gleichzeitig ein großes Verdienst und ein Vermächtnis von Barbara Prammer, dass bereits 1 Jahr nach ihrem Amtsantritt die Demokratiewerkstatt hier nebenan im Palais Epstein eröffnet wurde. Dort haben seit 2007 über 60.000 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 8 und 14 Jahren das unterrichtsergänzende Angebot von praxisorientierter politischer Bildung wahrgenommen. Heute ist diese Demokratiewerkstatt sogar ein Exportartikel des österreichischen Parlaments in andere Länder und zu anderen Parlamenten geworden. Aber auch das von Barbara Prammer eingeführte und 2-mal jährlich stattfindende Jugendparlament für Schülerinnen und Schüler der 9. Schulstufe aller Schultypen des jeweiligen Vorsitzbundeslandes ist ein wertvoller Beitrag zur praktischen Vermittlung der Abläufe parlamentarischer Demokratie. Barbara Prammer war auch überzeugt davon, dass der Parlamentarismus einen angemessenen Ort braucht, an dem gesellschaftliche Konflikte in zivilisierter Form ausgetragen werden, an dem Rede und Gegenrede stattfindet, an dem gesellschaftlicher Ausgleich in Form tragfähiger Kompromisse gesucht wird. Aus dieser Überzeugung heraus hat sie sich auch mit aller Kraft und erfolgreich für eine umfassende, nachhaltige Sanierung des Parlamentsgebäudes als Zentrum und Symbol unserer parlamentarischen Demokratie eingesetzt. Sie war überglücklich, dass während ihres letzten Krankenhausaufenthaltes nach etlichen Jahren des Bemühens um einen überparteilichen Konsens das von ihr initiierte Parlamentsgebäudesanierungsgesetz im Nationalrat einstimmig und im Bundesrat mit großer Mehrheit beschlossen werden konnte. Barbara Prammers Wirken war aber auch geprägt von ihrem Einsatz für die gesellschaftliche Gleichstellung der Frauen, gegen jedwede Form von Rassismus, Gewalt und Diskriminierung sowie von einem klaren Bekenntnis zur Aufarbeitung der Geschichte. Als Vorsitzende der Kuratorien der im Parlament angesiedelten Gedenk-, Entschädigungs- und Instandsetzungsfonds und aus einem tiefen persönlichen Bedürfnis heraus hat sie sich unermüdlich um Gesten der Versöhnung und der Wiedergutmachung bemüht. Aber darüber hinaus galt ihr Engagement auch den ethnischen Minderheiten und ihrer Rechte in der Gegenwart. Zum Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Jahre 2012 sagte sie: Rassismus, Gewalt und Ausgrenzung sind ein Widerspruch zur Demokratie und dürfen in einer Gesellschaft keinen Platz finden. Ich verneige mich heute respektvoll vor einer großen Demokratin, einer großen Österreicherin und bedanke mich namens des österreichischen Nationalrates, seiner Abgeordneten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unserer Präsidentin für ihre umsichtige, überparteiliche und vor allem menschliche Art der Führung des Hauses. Ich verneige mich aber auch vor dem Menschen Barbara Prammer, vor einer Frau, die mit großer Demut ihre schwere Krankheit angenommen, diese Krankheit gleichzeitig aber
mit enormer Willensstärke bekämpft hat und trotzdem ihr Amt mit nahezu unglaublicher Disziplin bis vor wenigen Wochen uneingeschränkt ausgeübt hat. Bertolt Brecht schrieb einst: Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt. Liebe Frau Präsidentin, wir werden noch lange sehr oft an Sie denken und Sie in ehrenvoller Erinnerung behalten. Der Herrgott möge Ihnen Ihre vielen guten Taten vergelten und Ihnen den ewigen Frieden schenken. Das war Karl-Heinz Kopf, zweiter Nationalratspräsident. Er führt bis zur Wahl der Nachfolgerin, des Nachfolgers von Barbara Brammer, die Amtsgeschäfte des Nationalratspräsidenten.